Also das ist eben diese Steuergeschichte und deshalb erzähle ich immer von diesen indirekten Einnahmen, weil selbst ohne extra Steuereinnahmen gibt es positive wirtschaftliche Effekte. Okay, und jetzt bin ich am Ende und welche Fragen können wir noch beantworten, welche Details sind für Sie wichtig und wie können wir helfen und jetzt gehen wir in die Pause. Ich bedanke mich. Also. Okay, also die zwei Fragen und dann machen wir Pause. Ich wurde hier gerade schon gemaßregelt, das ist ganz schön. Die Stuttgarter haben das halt eins durchgehalten. War das an einem Wochenende? Es war Montag. Ich kann noch arbeiten. Was können wir noch? Nee, nee. Ich habe euch nicht gelogen, es war Freitag. Es war tatsächlich Freitag. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, es war Freitag. Ich gebe zu. Aber bis um 12:30 sind die da gesessen und wollten halt immer noch Fragen. Aber trotzdem, also, ich beantworte vielleicht ganz kurz die zwei Fragen und dann machen wir wirklich Pause. Du zuerst oder du zuerst? Also ich habe eigentlich mehrere Fragen, aber jetzt auf Gesetze zurückzukommen zum Thema Steuern oder nicht, ich denke, das ist Wunschdenken, wenn du sagst, wenn wir ein Cannabis Social Club überall integrieren könnten, baut sowieso jeder selber an und ich denke mir, es wäre cleverer auf beide Pferde zu setzen. Erstens bleibt in Bayern ganz besonders Cannabis eine Droge, wie als wie noch diverse andere. Und es gibt auch Leute, die machen sich den Stress und die Arbeit gar nicht, selber Pflanzen umzubauen. Die gehen lieber irgendwo hin und kaufen sie es so. Und Colorado, oder ich weiß nicht, bei dem Beispiel zu bleiben, Colorado hat satte Millionen an Steuereinnahmen. Und ich denke mal, dass dieser Punkt für Deutschland und Europa, weiß nicht, wie das in Spanien ist. Das habe ich nicht gesagt, das wäre die nächste Frage, ne? Wie das da geregelt. Aber irgendwie finde ich, es ist dem Bürger und dem Wähler und dem Normalo so besser beizubringen, dass man sagt, naja, medizinisch die eine Seite, aber Genuss, okay, Zigaretten, Alkohol, muss die Steuer drauf. Auch wenn die dann vielleicht gar nicht groß zu tragen kommen, weil die Mehrheit zum Schluss selber haben, auch, wie in der Tschechei oder. Also, sage ich gleich was dazu, die Mehrheit kommt selber nicht an. Die Mehrheit sind Menschen, die nicht den grünen Daumen haben und auch keine Lust darauf haben. Deshalb gehen sie entweder ins Geschäft oder in so einen Club. Das mit der Wirtschaft, also sozusagen, dass man, wenn man wirklich will, es ist auch ein valides Argument. Man kann daraus Geld machen. Man muss sich aber entscheiden. Also ist einem so persönlich vom Konzept her wichtiger, Geld zu machen oder Steuern zu suggerieren? Oder ist einem wichtiger der Gedankengang, also ich meine das richtig ernst mit Prävention, weil wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, wird man irgendwann feststellen, also entweder es geht in die eine Richtung oder es geht in die andere Richtung. Das habe ich versucht auch so ein bisschen mit den verschiedenen Modellen darzustellen, dass das variiert und dass man sich entscheiden muss. Und ich habe mich entschieden, weil ich das für das sinnvollste Modell halte, diese Cannabis Social Clubs, weil ich das eben kennengelernt habe und mich das sehr wohl fühle, sozusagen wohler als in Amsterdam im Coffeeshop. Und weil ich den Gedankengang eben da auf Gewinn zu verzichten sehr viel abgewinnen kann. Weil es eben mal ein anderer Ansatz ist, mit Genussmitteln umzugehen, als wir bisher pflegen. Und einer meiner Hauptkritikpunkte ist auch, dass wir so mit Drogen, mit Genussmitteln umgehen, wie es gerade passiert. Ich weiß, das ist ein kultureller Bruch, absolut unmöglich, aber angenommen, wir hätten gar keine Genussmittel auf diesem Planeten. Und es würden Außerirdische heute landen. Die würden ihren Bauchladen aufmachen. Und, da gibt es Tabak und Alkohol, Heroin, Crack, Cannabis und Zucker. Vorher und Koffein, kennt ihr auch noch nicht. Ja, ist doch Alkohol, ne? In verschiedenen, da gibt es auch Sonderabteilungen, ja, Sonderbauchladen. Bier, vor allem Spiritus, Champagner. Und wenn wir dann tatsächlich drüber nachdenken würden, oh, das ist neu für uns und wir müssen das jetzt mal logisch regeln, wie wir damit umgehen
Und wir werden uns wissenschaftlich oder sozusagen wirklich nach Wissensstand damit auseinandersetzen, wüsste ich, harter Alkohol würde heute nicht zugelassen werden. Zigaretten, absolut Nikotin, die Todesdroge. Das, höchstwahrscheinlich würden die Außerirdischen mit diesem Angebot sofort ins Gefängnis kommen. Unsere Kultur ist mal eben anders. Was Tabak anbelangt, der Hyperkapitalismus, der Mega-Hyperkapitalismus, kaufe Sklaven in Afrika ein, verschiffe sie nach Amerika, lasse sie dort ein hochsüchtig machendes Kraut anbauen und verkaufe das mit Ultraprofiten nach Europa. Und das Ganze, wer hat es erfunden? Die Barclays Bank. Hat es aus Imagegründen mittlerweile alles verkauft. Na? Aber so ist der Zusammenhang. Und das, also alleine diese Konstellation sagt mir, wenn ich den Kapitalismus dazu schlagen lasse, dann weiß ich, dass es nicht in die Richtung geht, von der ich seit 20 Jahren rede, dass ich ehrlich legalisieren möchte. Und dass ich tatsächlich auch Risiken bei Cannabis kenne, so wie bei allen Genussmitteln. Ja, ich will niemanden überzeugen. Ja, hier ist, glaube ich, CSC Nürnberg. Also ich weiß nicht, glaube ich, genau alle nennt und wie alle zueinander steht. Aber das ist schon eine bewusste Entscheidung, irgendwann mal zu sagen, also was ist mein Weg, was ist mein Lieblingsweg für die Legalisierung? Und das heißt noch lange nicht, dass sozusagen die Merkel dann meinen Weg nimmt. Die kann mir immer noch am Ende sagen, nein, ich möchte den kapitalistischen, weil ich brauche noch 3 Milliarden mehr im Haushalt. Aber ich habe den Ansatz, dass ich ein paar Gegner auf die Seite bringe, dass ich tatsächlich ehrlich aus meiner Überzeugung sage, ja, das wäre für mich die sinnvollste Lösung für Deutschland, also für da, wo ich wohne. Und ich akzeptiere genauso, wenn andere Leute sagen, ja, mir ist aber ein Coffeeshop lieber oder eben so ein Colorado-Modell, wo 5 Leute sich in Deutschland den Markt aufteilen, dann ist auch alles prima. Ich werde davon keinen Schaden tragen, weil ich weiß, wie viel ich vertrage. Ich denke aber tatsächlich halt zum Beispiel an Jugendliche, die halt noch keinen blassen Schimmer haben. Und das ist schon die Wahrheit. Es gibt ein Gefühl, das man vermeiden sollte. Und du bist das Sprachrohr, Deutschland oder sonst wie weit? Sag ich jetzt mal. Was gibt es denn sonst in vergleichbarer Vereinstruktur wie jetzt die CSC? Sprich, wenn du jetzt Merkel und sonstige Parteigenossen ansprichst, dann solltest du aus meiner Sicht 1, 2, 3 Konzepte haben. Aber deins geht jetzt eigentlich. Also du hast ja jetzt vielleicht das Referat nicht so ganz verfolgt, da waren 7 konkrete Vorschläge, wie man legalisieren kann. Und ich gehe zur Politikerin hin. Ich gehe zur Politikerin hin. Naja, ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja verpasst. Ja. Du stehst trotzdem für das eine Konzept. Ja, das sage ich auch ehrlich. Das sage ich auch ehrlich. Es gibt auch genügend Leute, die in diesem Land herumreisen und sagen, Sport ist toll, aber ich finde Fußball am geilsten. Ja? Wo ist da das Paradoxon? Ja? Und ich habe auch, ja, hast du ja auch garantiert mitbekommen, auch gesagt, also ich bin kein Dogmat. Wenn am Ende eine andere Lösung rauskommt und ich als sozusagen erwachsener Mensch zu erträglichen Regeln nicht mehr verfolgt werde, werde ich sagen, okay, ja, kann ich auch akzeptieren. Trotzdem, weil ich überzeugt bin, dass das beste Konzept ist, werde ich doch keine Werbung für ein anderes Konzept machen, oder? Dann werde ich doch bescheuert, oder? Also jetzt mal nur eins. Werbung, natürlich nicht. Aber zumindest verschiedene Varianten der Legalisierung. Also wenn ich mit der Merkel Zeit habe, dann sind es 5 Minuten und ich werde meine Zeit nicht verschwenden, sondern mir nur eine die Message geben, die ich möchte, weil ich glaube, dass es die beste ist. Also das schwöre ich dir. Wenn du mich bis dahin überzeugst, dass irgendwie ein anderes Konzept besser ist, dann nutze ich das für dein Konzept, okay? Jetzt bitte die zweite Frage. Du hast mich überzeugt mit deinem Konzept, finde ich total geil. Ja? Überhaupt gar keine Frage bei dem Cannabis Social Class. Aber, und das ist der Punkt, ich habe eben auch öfter mal mit Politikern zu tun, und Politiker müssen ihren eigenen Vorteil sehen. Ich komme ursprünglich aus Colorado, da habe ich vor 20 Jahren noch Fernsehwerbungen gesehen, in denen gesagt wurde, hey Junge, kennst du denn die?
geh zur Polizei, verpfeift den Dealer, du kriegst 5.000 Dollar als Schmier.